So, da wollte ich erstmal ganz entspannt gerade aufnehmen und was ist? Ich muss erstmal den ganzen Stuhl leer räumen, weil der einfach nur voll ist. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr aufräumen müsst. Müsst ihr natürlich so wenig Arbeit wie möglich schaffen. Und dann macht ihr alles so unterm Bett oder so und ich lege das halt unterm Stuhl und den Stuhl schiebe ich dann immer schön am Tisch ran, sodass man nicht sieht, was da drauf ist. Aber egal. Jetzt erstmal meine Anmoderation. Also, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Trotin und wir von uns heute in einem kleinen Video von mir. Ich weiß nicht, was ich mit irgendwann schneide, das sage ich ja in letzter Zeit ziemlich oft, aber jetzt muss ich langsam wieder aufnehmen. Ich spiele ziemlich viel Ghosts, muss ich sagen, weil momentan interessiert mich einfach gar nicht so die Spiele, die jetzt momentan draußen so Advanced Warfare, Battlefield 4 und all so ein Scheiß, das interessiert mich nicht. Irgendwie gibt es gerade keine Spiele, die mich wirklich kratzen. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe mal hier mit... Wobei Battlefield Hardline soll ja auch schon wieder so scheiße sein, ganz ehrlich. Eventuell wird das neue Call of Duty wird wieder gut. Ich bin guter Hoffnung. Natürlich gibt es sonst noch kleine Indie-Baller-Games, aber man weiß ja nie, was da so los ist. Deswegen muss ich erstmal sehen. Aber sonst seht ihr jetzt einfach erstmal wahrscheinlich ein paar Infiziert-Gameplays von mir. Und ja, mein heutiges Thema ist, das wollte ich eigentlich schon am Freitag bringen, und zwar mein Tattoo. Ich habe es endlich geschafft. Ich hätte auch schon vorher was aufgenommen. Das hatte ich eigentlich schon wirklich gemacht. Aber das Problem war, ich konnte es nicht benutzen, weil ich da so viel gelabert habe, was ich dann doch nicht machen konnte vom Aufnehmen her. Weil man da nicht filmen durfte und all so ein Scheiß. Da habe ich auch noch ein, zwei Mal den Namen gesagt, von der, wo ich mir das tätowieren lasse. Das durfte man dann auch nicht. Und ja... Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, nehme ich das nochmal ganz auf. Alles in ein Stück. Jetzt ist das Tattoo seit Donnerstag 16:30 ist es da. Heute haben wir Sonntag, also Donnerstag den 5.3. Ne? Heute haben wir Sonntag den 8.3. Und ja, ich hatte erstmal eine Wundkompresse drauf auf dem Tattoo. Und habe das dann am nächsten Tag schon morgens gleich abgenommen. Habe dann... erstmal sauber gespült, ganz vorsichtig war ich. Und dann noch ein bisschen trocken getupft und dann ein bisschen Klarsichtfolie rum zugeklebt. Manche sagen ja, man soll es nicht machen, manche sagen, man soll es machen. Auf dem einen Zettel stand, den ich bekommen habe von den Dingensladen, dass man es machen soll. Bloß die Tätowiererin meinte, ich habe das noch nie gemacht, also man braucht es nicht. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich das die erste Zeit immer drum habe. Und ja, hat sich nicht entzündet, gar nichts, also meine Entscheidung war eigentlich ganz gut. Tattoo kann ich euch jetzt mal einblenden, ganz kurz, einmal zack. Und da seht ihr es, ich bin irre stolz auf mein Tattoo. Für mich, also das kann jeder anders sehen, da habe ich auch schon mit einem Abonnenten drüber geredet. Der hat es schon früher gesehen, das muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Ein Abonnent durfte es schon vorher sehen. Der hat das ziemlich gefeiert und meinte ehrlich so, machst du das wirklich, bla bla bla, ne? Kann jeder so sehen, wie er will. Für mich persönlich bedeutet das Tattoo irre viel. Es hat so unglaublich viele Bedeutungen. Die kann ich gar nicht alle aufzählen. Das ist einfach so unendlich viel. Es zeigt einfach so irre viel von mir. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Video gesagt habe oder in den ersten Teil vom Video, was ich jetzt doch nicht benutze. Deswegen sage ich das einfach gerade hier. Also, Tattoo ist jetzt da. Ich habe es euch jetzt gezeigt. Ich finde das irre geil. Da mussten ja nur noch ein, zwei ganz kleine Änderungen gemacht werden. Aber sonst ist es jetzt genau so, wie ich es haben wollte. Genau das hatte ich vor meinen Augen. Und so war eigentlich meine Vorgabe auch. Und ja, ich finde es einfach hammernice. Endlich habe ich es und es bedeutet für mich richtig viel. Sieht richtig geil aus, hat aber auch ordentlich Geld gekostet. Also ganz ehrlich, für so ein bisschen Farbe, ne, so viel Geld nehmen, das finde ich schon... grenzt schon an Abzocke, aber nun ja, die Leute wollen auch von irgendwas leben und Schönheits-OPs sind auch nicht günstig, weil das sind so eine Sachen, die braucht man nicht fürs Überleben und deswegen können die halt den Preis ziemlich hochstecken. Nichtsdestotrotz habe ich es jetzt endlich. Ihr seht es Montag, Alter, heute wird ein schlimmer Tag für mich. Heute war, also wenn ihr es seht, treffe ich mich mit einem Kollegen, beziehungsweise mit mehreren Kollegen und wir wollen einfach mal Sau rauslassen und richtig saufen gehen, keine Ahnung warum, aber die haben mich eingeladen, die haben gesagt, ja, komm mal mit, ne, bockt bestimmt, hab gesagt, ja, okay, und ja, also mein Kollege hat schon vorher gesagt, also hat heute zu mir gesagt, am Sonntag, wir haben uns heute schon getroffen einmal,
dass er richtig sich die Kante geben will. Da muss ich mir erstmal gucken, weil das kann ich mir gar nicht glauben, dass er so viel trinken kann. Ich habe bei Woodstock damals habe ich eine ganze Wodkaflasche getrunken. Angefangen mit einer 50-50-Mische mit Wodka Energy. Dann wurde es nachher so 70-30, 80-20. Und dann waren irgendwann einfach Scheiß auf Energy. Ich war schon hackedicht, ne? Das soll jetzt auch nicht so sein, dass ihr es nachmachen sollt. Es war wirklich schon so. Ich habe schon nichts damit bekommen, da war es mir alles egal. Aber ich war volljährig. Und dann habe ich irgendwann, ihr kennt ja die 250 Milliliter Plastikbecher da, habe ich dann einfach einmal vollgehauen mit Wodka, wirklich bis oben hin, die 250er Marke voll und habe das einfach getrunken. Ich habe es einfach ausgetrunken, Alter, ich habe nichts mehr mitbekommen. An dem Tag habe ich auch noch gereiert und alles Mögliche gemacht. Richtig irre. Da habe ich auch eine Sache getan, die ich jetzt im Nachhinein eigentlich ziemlich, also neben allem, was ich gemacht habe, bereue ich doch eine Sache am meisten, und die hätte ich eigentlich gar nicht mal machen müssen, bloß ich fand das in dem Moment einfach musste mal gesagt werden, ich musste diese Frage stellen, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich war eigentlich beim Tattoo, wie konnte ich jetzt schon wieder zu Woodstock kommen? Achso, ja, wegen dem Saufen, stimmt. Ich bin einfach so verplant gerade. Ja, also ich freue mich irre wegen dem Tattoo. Ihr habt es jetzt auch mal gesehen. Ich bin irre happy, dass ich es jetzt habe. Es zeigt auch irre viel. Aber, Leute, das war das einzige, also das erste und das einzige Tattoo, was ich mir jemals stechen werde. Diese Schmerzen, die ich zwischenzeitlich hatte, die sind unbeschreiblich gewesen. So, je näher ich an die Hand gekommen bin, desto schlimmer wurde es. Oben der Hut, der ging noch echt gut, ne? Also, der hat ja erstmal nur die Umrandung überall gezogen. Aber als sie dann bei Umrandung bei der untersten Stelle war, hier dieses, das altgermanische D, das ist ein altgermanisches D. Und als sie dann bei den untersten Stellen war, Alter, das hat so wehgetan. Und dann dreht sie da noch, also kreist noch so, weil das halt alles gefüllt werden musste mit Farbe. Und das war echt sowas von nicht angenehm. Und diese Nadeln, boah, wie die reingestochen wurden. Man konnte ja zugucken, ne? Und dann sticht das aber so richtig schnell rein. Und man spürt das einfach so extrem. Und es ist echt nicht so feierlich. Aber dafür, dass es so ein tolles Ergebnis ist, habe ich doch die Schmerzen eigentlich ganz gut in Kauf nehmen können. Weil ich bin irre stolz auf das Tattoo. Es bedeutet für mich irre viel. Und ja, das mit Woodstock kann ich auch nochmal in einem anderen Video erzählen, falls ich daran denke. Ja doch, mache ich. Ich nehme gleich noch dieses Woodstock-Video auf, das seht ihr dann Mittwoch, weil ich das sonst vergesse. Und Mittwoch habe ich schon was anderes zu tun, deswegen muss ich jetzt eigentlich noch ein zweites Video aufnehmen. Naja, nichtsdestotrotz, das war es eigentlich soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Tryteen.